Am 25. September stimmen wir über AHV 21 ab. Worum geht's da genau? Es geht um die einfache Frage, wollen wir Rentenkürzungen ausgerechnet bei den Frauen? Schon jetzt sind die Altersrenten der Frauen ein Drittel tiefer, weil sie viel unbezahlte Arbeit leisten und oft nicht in Vollzeit angestellt werden. Das Ergebnis? Auch nach lebenslanger Arbeit reichen die Renten nicht, um über die Runden zu kommen. Doch anstatt dieses Problem anzupacken, bringt AHV 21 nur Kürzungen auf dem Rücken der Frauen. Die Erhöhung des Rentenalters heißt nämlich, dass Frauen und Ehepaare Zehntausende Franken an Rente verlieren. Konkret 26.000 Franken im Schnitt pro Frau. Und das ist nur der erste Schritt. Bei einem Jahr ist die nächste Erhöhung schon programmiert, und zwar für alle. Erst 66, dann 67 Jahre. So hat es das Parlament bereits beschlossen. Obwohl es schon heute schwer ist, mit über 55 eine neue Stelle zu finden. Und als Sahnehäubchen bringt AHV 21 auch noch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die Inflation trifft uns jetzt schon. Da sollen durch mehr Mehrwertsteuer die Preise noch weiter steigen? Wir alle sollen also mehr bezahlen, um weniger AHV-Rente zu bekommen? Nur ein Nein zu AHV 21 schützt uns vor dem Rentenabbau und stoppt die Erhöhung des Rentenalters für alle. Darum am 25. September Nein zu AHV 21.